Die Externsteine sind eine markante Sandstein-Felsformation im Teutoburger Wald. Sie liegen in der Nähe von Hornbad-Meinberg in Nordrhein-Westfalen. Doch hinter ihrer majestätischen Schönheit verbirgt sich viel mehr als nur ein beeindruckendes Naturwunder. Es wird erzählt, dass in den Tiefen der Externsteine verborgene Gänge existieren, die nie vollständig erforscht wurden. Einige glauben, dass diese Gänge zu mysteriösen Orten führen. Menschen, die diesen mystischen Ort besuchten, berichten von unheimlichen Phänomenen, die selbst die kühnsten Vorstellungen übersteigen. Von Zeitverschiebungen, bei denen Minuten zu Stunden werden, bis hin zu Berichten von mutigen Abenteurern, die behaupten, durch die Externsteine in vergangene Epochen gereist zu sein. Also sei gespannt und bleib bis zum Schluss dran. Doch bevor wir loslegen, würden wir uns über ein Abo und ein Daumen nach oben sehr freuen. Nun lasst uns starten. Ein atemberaubendes Wunderwerk der Natur. Die Externsteine sind eine Felsformation, die bis zu 40 Meter in die Höhe ragen. Die Felsen bestehen aus Sandstein und sind rund 70 bis 100 Millionen Jahre alt. Die Externsteine sind auch ein bedeutender historischer und kultureller Ort. Sie wurden bereits vor über 4000 Jahren von Menschen genutzt und weisen Spuren von kultischen Praktiken auf. In der Umgebung der Felsen wurden archäologische Funde entdeckt, die darauf hindeuten, dass sie als Kultstätte und möglicherweise auch als astronomisches Observatorium dienten. Kultische Rituale und spirituelle Praktiken. Die Externsteine waren seit jeher ein Anziehungspunkt für jene, die nach spiritueller Erfahrung streben. Vor langer Zeit wurden hier kultische Rituale und spirituelle Praktiken durchgeführt, um eine Verbindung zur unsichtbaren Welt herzustellen. Menschen versammelten sich, um den Göttern zu huldigen und tiefe Einblicke in das übernatürliche Gefüge des Universums zu erlangen. Die Externsteine dienten als Tor zwischen den Welten und als Ort der Kommunikation mit höheren Mächten. Unerklärliche Phänomene. Doch die Externsteine sind mehr als nur ein malerischer Anblick. Zahlreiche Berichte von Menschen legen nahe, dass dieser Ort von unerklärlichen Phänomenen durchdrungen ist. Menschen haben von Zeitverschiebungen berichtet, bei denen Minuten zu Stunden wurden, während sie in der Nähe der Felsen verweilten. Berichte von Zeitreisenden. Einige furchtlose Abenteurer behaupten sogar, dass sie durch die Externsteine in vergangene Epochen gereist sind. In ihren Berichten erzählen sie von Begegnungen mit Menschen aus längst vergangenen Zeiten, von kulturellen Bräuchen und historischen Ereignissen, die in der heutigen Welt längst in Vergessenheit geraten sind. Ein solcher Bericht stammt von einer Frau namens Laura. Laura wagte sich eines Tages zu den Externsteinen, angetrieben von ihrer Faszination für das Unbekannte. Sie hatte Geschichten über Zeitverschiebungen gehört und war fest entschlossen, ihre eigene Zeitreise zu erleben. Laura erreichte die Felsen bei Sonnenuntergang. Sie trat an eine bestimmte Stelle heran, von der es hieß, dass sie ein Portal zu vergangenen Epochen sei. Plötzlich spürte sie eine Welle von Energie, die ihren Körper durchströmte. Sie schloss ihre Augen und als sie sie wieder öffnete, befand sie sich an einem völlig anderen Ort. Vor ihr erstreckte sich eine Landschaft, die aus einer vergangenen Zeit zu stammen schien. Die Architektur, die Kleidung der Menschen und die Geräusche um sie herum ließen keinen Zweifel daran, dass sie tatsächlich in eine andere Epoche gereist war. Nach einer Weile kehrte Laura zu den Externsteinen zurück und schloss erneut die Augen. Als sie sie wieder öffnete, befand sie sich wieder in der Gegenwart. Die Erinnerungen und Eindrücke, die Laura nach ihrer Zeitreise durch die Externsteine mit sich trug, waren nicht nur ein Produkt ihrer Vorstellungskraft. Es gibt verschiedene Theorien, die versuchen, dieses faszinierende Phänomen zu erklären. Eine Möglichkeit ist, dass die Externsteine eine Art Energiepunkt sind, an dem sich vergangene Ereignisse und Schwingungen aus der Geschichte auf mysteriöse Weise erhalten haben. Durch das Betreten dieses Energiefeldes könnte eine Person eine Verbindung zu vergangenen Epochen herstellen. Eine andere Theorie besagt,
dass das Phänomen der Zeitreise an den Externsteinen auf Raumzeitverzerrungen zurückzuführen ist. Die Felsformationen könnten als natürlicher Resonanzkörper dienen, der die Raumzeit um sich herum beeinflusst. Es wird spekuliert, dass diese Verzerrungen durch bestimmte geologische Merkmale oder geheimnisvolle Kräfte in der Umgebung der Externsteine verursacht werden. Dunkle Legenden und ungelöste Geheimnisse. Doch die Faszination der Externsteine endet nicht bei den bereits erwähnten Phänomenen. Es wird erzählt, dass in den Tiefen der Externsteine verborgene Gänge existieren, die nie vollständig erforscht wurden. Einige glauben, dass diese Gänge zu mysteriösen Orten führen, die den Menschen unzugänglich sind. Was mag sich wohl in den düsteren Wegen verbergen? Sind sie ein Eingang zu einer verborgenen Welt oder verheimlichen sie etwas Mysteriöses, das seit Jahrhunderten unentdeckt geblieben ist? Eine weitere unheimliche Geschichte rankt sich um unerklärliche Schatten, die in den Spalten und Nischen der Felsen auftauchen sollen. Wanderer und Forscher berichteten von flüchtigen Bewegungen und Gestalten, die sich im Augenwinkel zeigten und dann wieder im Nichts verschwanden. Nun möchten wir dir eine weitere gruselige Geschichte erzählen, die sich an den Externsteinen ereignet hat. Ein Wanderer namens Markus hatte sich an einem sonnigen Tag aufgemacht, die Externsteine zu erkunden. Als Markus die Felsen erreichte, spürte er eine merkwürdige Energie in der Luft. Die Stille wurde nur vom leisen Rascheln der Blätter und dem Zwitschern der Vögel durchbrochen. Plötzlich bemerkte er eine flüchtige Bewegung im Augenwinkel. Er drehte sich schnell um, doch dort war nichts zu sehen. Ein Kribbeln lief ihm über den Rücken, und er beschloss, seinen Weg fortzusetzen. Als er durch die Spalten der Felsen wanderte, hörte er seltsame Geräusche, die wie flüsternde Stimmen klangen. Markus fühlte sich beobachtet, obwohl niemand in der Nähe war. Doch dann erblickte er auf einmal etwas Unerklärliches. Eine Gestalt, die für einen kurzen Moment erschien und dann im Nichts verschwand. Sein Herz schlug schneller, und er war sich sicher, dass er nicht allein war. Markus konnte seinen Augen nicht trauen. Was war das gewesen? Ein Geist. Ein Produkt seiner lebhaften Fantasie. Oder etwas noch Mysteriöseres. Vielleicht war es eine Erscheinung aus vergangenen Zeiten, ein Schattenwesen, das zwischen den Dimensionen wandelte. Oder war es ein Wesen aus einer anderen Welt, das für einen flüchtigen Moment in unsere Realität eingedrungen war. Vielleicht könnte es auch eine Manifestation der vergangenen Kulte und Rituale gewesen sein, die an diesem mystischen Ort stattgefunden hatten. Die restliche Wanderung war von einer unheimlichen Atmosphäre geprägt. Markus spürte, wie sich die Zeit zu verzerren schien, und er hatte das Gefühl, dass er an einem anderen Ort und einer anderen Zeit war. Die Externsteine hatten eine seltsame Wirkung auf ihn, und er konnte nicht erklären, was genau geschah. Als Markus schließlich den Rückweg antrat, fühlte er eine Mischung aus Faszination und Unbehagen. Er war sich sicher, dass er etwas Außergewöhnliches erlebt hatte, doch die genaue Natur dieser Begegnungen blieb im Dunkeln. Nun freuen wir uns auf eure Kommentare. Schaut gerne auch die anderen Videos unseres Kanals an. Vielen Dank fürs Zuschauen.